Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, News, sage ich mal. Ja, der ein oder andere hat ja von euch schon inzwischen mit Sicherheit realisiert, dass es die Cube Monster nicht mehr gibt. Das hat uns erst riesig gefreut. Waren wir total happy, wir haben hier richtig gefeiert und haben erstmal festgestellt, Gott verdammt nochmal. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen mehr aufpassen, dass wir Bandages, Medkits, Schildtränke und so weiter, Minis mit dabei haben, weil, ja, die kriegen wir nicht mehr so einfach von den Cube-Monstern. Also, vorher war das ja richtig ein guter Loot, sag ich mal. Bist du irgendwo da hingegangen, hast dann ein paar von denen gekillt und hast relativ schnell dich wieder hochheilen können. Die Zeiten sind jetzt dann doch ein für alle Mal wieder vorbei. Dafür werden uns in Zukunft die Cube-Monster nicht mehr unsere Türme einreißen und ja, auf andererseits auch nicht mehr uns die letzten paar Leben klauen, wenn wir mal wirklich Lowlife sind und eventuell mit jemand anderem fighten. Wiederum werden wir auch wieder mehr Probleme haben, die Camper zu finden. So jemand wie mich. Haha, für mich ist das eigentlich ganz gut, dass die Cube-Monster nicht mehr da sind, weil ich kann mich dann besser wieder verstecken. Die rennen nicht mehr direkt zu mir und sagen, oh, guck mal, da ist der gleich. Da ist er. Guck mal hier, da. Komm, muss da rein. Da, da unten. Da steckt er drin. In dem Loch. So, ja, Cube-Monster sind weg. Auf der anderen Seite jetzt hier war ja die ganze Zeit dieser riesige Cube gewesen. Ich bin auch mal ganz froh, dass das Ding jetzt auch fort ist. War ja über im Loot Lake zuletzt und da hat sich doch einiges getan. Ja, wie, was ist passiert, als der Cube tatsächlich zerstört wurde? Schauen wir doch mal, wie das Ganze vonstatten ging. Wir haben hier, ja, ein paar Clips von Tfue. Von Tim the Tat und ich glaube, das andere war Dakotas. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an, was da so passiert ist. Ist auf jeden Fall mega interessant. So. Auf los geht's los. Zack. Und Start. Ninja! Ja, jetzt gehen wir noch ganz kurz auf den nächsten Teil dieses Clips hier. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. So, schauen wir It's over mal all of us. My shotgun just did 8 damage to him. It's not it's flying, I mean. Oh wait, there's a lot of them. Oh, there is. We all each have our own. Oh my god. What? It's mine. I have it. I took it. What just happened? Crazy. What? I'm still gliding? Did you go straight back I'm down? I'm going straight down. Crazy, crazy, crazy. Definitiv mega Bilder, die da eingefangen wurden. Hammer. Richtig geil. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich es selbst nicht live miterlebt habe. What's happening? Look up, it's look up, the star. Oh my god, bro. I'm going to the light. I'm going to the light. I'm going to the light too. Oh, there's rift. Oh my god, I'm going for the rift. I'm going for the rift. Hammer. Nächste. Jetzt noch zuletzt Tim the Tatman. Auch das interessant, wie Tim the Tat darauf reagiert. I'm trying I to think move. this is the one of the Wait, listen, listen, listen. I can't Look up, deploy. look up. Was it worlds? Oh my god. There's a beam of light in front of me. Like I can never see you boys again. Oh
Oh my god, tell me this is like the, this is like, what, Angel Kevin? It's the Traveler from Destiny. Bro, it's a butterfly. It is. I'm going for it, dude. Get over here and get away from the butterfly, Tim. I'm chasing it. Wait, it's on me. Almost got it. It's one shot, one shot. It's over all of us. My shotgun just did 8 damage. Wahnsinn. Also, ja, das sind hier die Szenen, die sich da über dem Loot Lake ereignet haben. Und ja, das wollte ich euch nur nochmal präsentieren, dass ihr es dann auch seht, weil es ist schon sehr faszinierend. Fand ich auf jeden Fall mega cool. Wenn ihr andere Action-Clips sehen möchtet, dann ja, schaut doch mal auf unserem anderen Kanal nach. Da sind auch die paar jetzt hier erstmal zu sehen. Dann noch ein paar andere coole Clips von Ninja und warte mal, ich glaube Tfue war mit dabei. Ja, definitiv. Tfue Dekwan, gab es eine ganz, ganz witzige Szene. Ja, dann schaut doch einfach mal da kurz nochmal rein. Ist eben auf Englisch, aber ja. Sollte ja bei den Clips trotzdem funktionieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite, entweder Daily Shop News oder Action mit dem Herrn Sofort oder eben solche Special Event Clips. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.